Einen wundervollen guten Montag. Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder euer Marito. Und diese Woche haben wir gesagt, gehen wir auf Wanderschaft. Und frei nach dem Motto, das Wandern ist der Schnauzbartslust, wollen wir losziehen, um ein Dschungelbiom zu finden, um an Bambus zu kommen. So. Wir sind hier. Wir nehmen uns die Karte einfach mit, damit wir ein bisschen was aufdecken können. Die Frage ist, in welche Richtung gehen wir? Der zeigt immer zum Spawnpunkt, somit finden wir wieder zurück. Das letzte Mal sind wir in diese Richtung gegangen und da vorne haben wir einen Ozean entdeckt. Sollen wir hier lang gehen oder hier lang? Ene, mene, mu und draus bist du noch lange nicht, musst erst sagen, wie geil du bist. So geil. Da bist das. Wir gehen da lang. Gehen wir da lang? Das ist doch der Berg, da müssen wir doch über den Berg drüber. Wir könnten einfach da den Berg entlang gehen und versuchen, ihn zu umgehen. So, Franz, ich bin jetzt ein paar Tage nicht da. Bitte halt hier die Stellung. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Vizebürgermeister, okay? Passt. Bis dann. Wo ist denn eigentlich der Golem schon wieder? Der sollte eigentlich doch auf unsere Leute aufpassen, aber der tut irgendwie da unten. Was tut der jetzt da unten? Sag mal, ist der zu dumm, dass er da raufkommt? Hat der nur Eisen im Hirn? Haha. Der Kürbiskopf. So. Ich werde explizit nicht in Höhlen reingehen. Außer es wären schon wieder Eisen. Oh Gott, nein. Ich habe eine Höhlensucht. Eigentlich habe ich ein Messi-Syndrom. Ein Minecraft-Messi-Syndrom. Oh, diese Geräusche immer. Ein Minecraft-Messi-Syndrom, ja. Hier sind wir gespawnt irgendwo in der Nähe. Wie war euer Wochenende, meine Freunde? Das ist immer der Berg. Da war. Ich wollte gerade sagen, da haben wir eine Schlucht. Hier, sowas, schau. Das können wir zum Beispiel, so Zuckerrohr und so können wir auch mitnehmen. Das werden wir en masse brauchen für Bücher. Da werden wir so viel davon brauchen. Wenn wir also das sehen, nehmen wir das definitiv mit. Schaut das aus? Mhm. Also ich habe jetzt wirklich vor, so 2-3 Ingame-Tage, wenn nicht sogar länger, einfach mal hier herumzuwandern, dass wir uns umsehen. Und einfach ein bisschen die Welt erforscht. Eigentlich könnten wir ein bisschen Kühe abschlachten, ha? Für Leder und so, meine ich. Sollen wir das machen? Da ist eine Spinne unten. Eigentlich hätten wir auch mit Roswitha ausreiten können. Nee. So, hier kommen wir in einen Eichenwald. Das ist Eichen, Birken. Mhm. Hier die Quelle des Lebens. Ist die Lebensquelle. Haben wir die Schere mit? Nein, Schere haben wir nicht mit. Okay. Ja, ich laufe jetzt da nicht extra rüber zu dem Zuckerrohr. Man könnte es auch übertreiben. Hallo Schafe. Die Sonne geht bald unter. Hätte ich gewusst, wie man ein Lagerfeuer wieder abbauen kann, dann hätte ich ein Lagerfeuer auch mitgenommen. Jetzt sind wir schon hier herum. Ach, zeichnet das immer nur auf, wenn ich es in der Hand habe, oder wie geht das? Ich würde sagen, hier machen wir dann mal unser erstes Nachtlager.
Entdeckt haben wir noch nicht viel. Du kannst nur nachts schlafen. Herrlich. Du kannst immer noch nur nachts schlafen. Vielleicht sollten wir uns auch mal so eine Uhr oder was bauen. Guten Morgen. Das hat jetzt gerade gepasst, weil ich wirklich musste. Da ist ein Skelett. Kann ich das Schild doch irgendwie managen, geben oder so? Nee. Oh, hier ist auch ein Ozean. Karte, zeichnest du das bitte auf? Ein Esel. Und es regnet. Na toll. Hoffentlich wird unsere Rüstung nicht Delfine. Nicht rostig. Sollen wir Sand mitnehmen? Wir haben bei uns zu Hause ja relativ wenig Sand. Ich würde sagen, wir gehen hier jetzt mal ein bisschen der Küste entlang. Oder sollen wir mit dem Boot fahren? Ich weiß nicht. Wir haben es uns ja schließlich gebaut und extra mitgenommen. Was ist denn das jetzt für Taste? Die Taste. Okay. Ja, siehst du, bin ich selbst drauf gekommen. So, wie schaut's hier generell aus? Okay. Das heißt, da ist auch eine Küste. Das heißt, wir haben oben auf der Karte eine Küste. Ja, hier. Und da hinten haben wir auch eine entdeckt schon. Aber nur von der Ferne gesehen. Okay. Wie realistisch ist das Spiel? Nur mal so als Frage. Wenn man mit einer Eisenrüstung im Regen nass herumläuft und es donnert und blitzt, schlägt der Blitz dann in meiner Rüstung ein? Leitfähig. Hier ist irgendwie nur Küste. Finde ich gerade dezent bedrohlich. Ich weiß jetzt nämlich wirklich nicht, ob... ob man hier jetzt Schutz suchen soll oder nicht. Uah. Scheiße, jetzt hat es mich geschreckt. Hier ist überall nur Küste, ne? Da drüben ist etwas. Eine andere Insel. Autsch. Natürlich, mein Glück, ich springe wieder daneben, beziehungsweise falle wieder neben das Wasser. Ist das eine andere Insel oder hängt das mit der noch zusammen? Nein, das ist eine andere Insel. Und das sind Kürbisse. Wo haben wir das Boot? Ist da. Dann werden wir jetzt kurz mal rüberrudern. Also kann man... Oh ja, wie geht denn das? Na, nee. Steig ein da. So. Jetzt darfst du aussteigen. Müsste das Bötchen wieder. Ist aber auch nur Eichenwald. So, Kürbisse können wir trotzdem dem Franz noch verkaufen, auch wenn er schon was anderes haben will. Ich vermute mal, er wird trotzdem noch Punkte dafür kriegen. Zur Not bauen wir sie einfach an, ja. Aber bald ist auch bald ist ja Halloween. Da könnten wir eigentlich so diese Kürbislaternen, diese Jack-O-Lanterns überall hinstellen. So, wir kriegen auch langsam Hunger. Ein Kürbiskuchen essen von unserem guten Franz. Das
eine Uhr hätten wir auch noch gebraucht, dann wüssten wir jetzt, wie spät es ist. So. Jetzt habe ich gerade mal schauen müssen, ob ich überhaupt die Aufnahme gestartet habe. Ist mir nämlich jetzt auch schon mal passiert. Dass ich da angefangen habe, vor mich hin zu quatschen und dann komme ich drauf. Ich habe die Aufnahme nicht gestartet. Kohle nehmen wir natürlich mit. Könnten uns irgendwo ein Lagerfeuer craften und so quasi auch hier wieder eben. Also, ich finde das wirklich bedrohlich, dieses Gewitter. Das Lava, da könnten wir uns aufwärmen. Kommt, sie möchte irgendwas Spannendes wenigstens finden jetzt. Hinten dürfte Wüste sein, ne? Autsch. Sollen wir die Pilze mitnehmen? Dann kann man ja, glaube ich, Suppe oder so machen. Nehmen wir mal mit. Hier Zuckerrohr. Wenn wir uns dann irgendwo eine Zuckerrohrfarm machen bei uns. Am Fluss. Und hier müsste die Wüste jetzt. Nee, ist eine Küste. Das ist. Das schaut ja interessant aus. Aber das ist nichts, ne. Sollen wir uns hier ein bisschen unterstellen? Ja, ihr denkt euch wahrscheinlich gerade, der geht von der Mine raus. Hey. Raus, damit er quasi Abenteuer erlebt. Und was tut er? Er baut Kohle ab. Haha. Ich baue nämlich genau deswegen jetzt hier die Kohle ab, damit ich hier quasi für die Nacht ein sicheres Versteck habe. So. So. Regnet es noch immer? Nein. Schön. Das schaut auf jeden Fall auch gigantisch aus. So mit dieser Brücke da drüber. Ich habe schon wieder das gehört. Ah, Schafe. Ah, naja, ich lasse die Kohle da. Wobei unser Inventar ist noch sehr leer. Aber wir müssen das ja alles. Da drüben ist Eis. Eine Eiswelt. Eine Eisinsel. Wollen wir zu der Eisinsel? Wir wollen. Das sieht zumindest von der Ferne her jetzt nicht wirklich nach Dschungel aus, sondern sonst, ne? Und ja, ich weiß, der Wechsel, sorry. Vielleicht sollte ich ihn erstmal hier ein bisschen laden lassen. Bevor wir weitergehen. Das sind ja mehr oder weniger wie Chunks, die noch nie geladen wurden. Rutsch. Ist da hinten was? Kann man eigentlich so Eisblöcke auch mitnehmen? Nö.
kann man nur zerschmeißen, sonst hätten wir unseren Kühlschrank können. Was ist der Unterschied zwischen dem dunklen und dem hellen Eis hier? Keine Ahnung. Brrr. Soll das da ein Fenster sein? Nein. Also wir sind jetzt schon relativ weit von zu Hause weg, ja? Nee, da ist nichts dahinter. Schaut ja auch steil aus dort. Schaut wirklich steil aus. So, jetzt sind wir da raus, jetzt hat sie... Schaut euch mal dieses Riesengebirge dort an. Ah, da vorne ist ein Dorf. Ja, ich hab dich schon gehört, mein Freund. Aber hab kein Dorf gesehen und das finde ich gerade interessanter wie dich. So geht es. Echt interessant, dass schon ein bisschen nach einem kaputten Dorf aus, dass Spiele wie Minecraft offensichtlich mehr Ressourcen meines Rechners benötigen als Seven Days to Die oder was? Hätte ich nicht gedacht. Oder ist es jetzt wirklich, dass er da stockt, wenn wir in einem irgendwo sind, wo wir noch nie zuvor gewesen sind? Okay, es sind Schnee. Ist das ein Zombie-Dorf? Ist ein Zombie-Dorf. Bist du böse? Er ist böse. So, ich würde sagen, das... Wir sind Anakin Skywalker und wir töten die Zombies. Er hat ja keine Zombies getötet, er hat ja diese... Was war das? Taskenräuber oder was ist das? Greif mich nicht an, du! Wenn wir hier Tarotten. Sollen wir Karotten mitnehmen? Ja, komm. Die Zombies brauchen es definitiv nicht. Die fressen nur Hirne. Habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt? Es gibt jetzt diese Gerüchte, Zombies kann man nur töten, wenn man ihren Kopf zerstört quasi. Eine Werkbank, was ist das? Ein Fass. Komm, wir nehmen uns das Fass mit. Wir haben eh noch kein Fass. Zombies kann man nur töten, wenn man sie quasi ihren Kopf zerstört. Und Zombies essen nur Hirne und so. Habt ihr euch schon mal überlegt, ob das eigentlich stimmt? Oder was ist eure These eigentlich, wenn es um Zombies geht? Gibt es Zombies wirklich? Und wenn ja, sind sie wirklich anfällig auf... Interessant das. Sollen wir uns die Glocke mitnehmen? Wir haben eh nicht eine. Komm, die nehmen wir mit. Ich glaube, die braucht da keiner mehr in diesem Dorf. Kisten hätten es da auch irgendwo reinstellen können. Was ist das? Ist wieder so ein Gerber-Ding. Nehmen wir auch mit. Da ist eine Kiste, Schatz. Ein Brot und Lederrüstung nehmen wir natürlich mit. Da oben ist noch ein Haus und hier ist noch ein Haus. Und dann so ein Zombie.
die brauchen die Nahrung hier definitiv nicht. Ja, wir brauchen sie. Wir haben ein Dorf mit, was haben wir vorhin gesehen, 3 neuen Kinder schon wieder. Was ich auch sehr cool finde. Wo ist, wie finden wir ein Zombie, ein Zombie? Wie finden wir zu einem... Ach, das fällt mir nicht ein. Biom. Gibt es da irgendwas, dass man sagt, Dschungelbiome sind am meisten neben dem Biom oder kommen da am meisten vor? Oder gibt es da irgendwas, könnt ihr mir da irgendwas sagen? Mir da irgendwie Tipps geben? Unbekannte Karte, ist da was drauf auf dieser Karte? Nee. Doch, da ist was drauf. Da ist dieses Dorf drauf. Oder? Keine Ahnung. Wir nehmen die Karte mit. Was ist das? Ein Kartentisch. Okay. Haben wir auch noch etwas? Was ist das? Teppich. Komm, nehmen wir auch mit. Können wir brauchen. Da ist da vielleicht was drunter sogar. Alter, sind wir voll? Wir sind fucking voll. Sagt unten ist, geht's noch weiter. Ist aber ein relativ großes Dorf, so im Gegensatz zu unserer kleinen Butze. Was ist das für ein Gebäude? Nichts oben? Nee. Hinter war glaube ich wieder so Heu, oder? Ja. Das Heu brauchen wir ja für die Stallung hinter unserem Black Horse, also für den Reisestall. Möchte ich den eben, wie gesagt, in den Boxen als Boden drinnen haben. Ist hier was noch? Oh, wir sind echt zu voll. Nee. Komm, Teppich können wir uns selber auch machen. Sollten wir da dann unbedingt direkt im Zombie-Dorf schlafen? Oder vielleicht doch ein bisschen außerhalb? Ich weiß es nicht. Es schaut auch irgendwie nicht aus nach... Na, wie heißt es? Ihr wisst, was ich meine, oder Freunde? So, Tag 3 unserer Forschungsreise. Wir haben immer noch keinen gefunden. Eigentlich die Lederrüstung hätten wir auch da lassen können. Braucht jetzt auch keine sauberen Medi-Eisenrüstung und auch selber Lederrüstungen zu Hause. Geh rauf da. Ist da unten so ein Unterwassertempel? Wo ist unser Boot? Da ist unser Boot. Ja, die Karte nehmen wir uns auf jeden Fall mal mit. Was ist das, ein Unterwassertempel?
Wir sollen ja im Endeffekt auch Schatzkisten versteckt sein, soweit ich weiß. Müssen auftauchen. Wir müssen auftauchen. Aber ich finde da jetzt sowieso nichts. Fahren wir weiter, ist gescheiter. Fahren wir weiter, ist gescheiter. So, also hier am Wasser ruckelt es leider extrem. Tut mir leid. Na komm. Versteht es echt. Es kann mir aber gerne mal jemand von euch hier Tipps geben, wie ich vielleicht das Spiel noch besser optimieren kann. Das liegt jetzt eindeutig am Spiel. Und letztlich versucht habe es zu optimieren. Ja, wisst ihr, was passiert ist. Ging dann der Rechner flöten. So, so geht's zurück zu unserer Heimat. Ich würde sagen, wir sind ja jetzt hier so in einem Bogen rumgekommen. Unser Inventar ist leider eh schon voll und wir machen uns jetzt mal so in einem Bogen wieder Richtung Heimat auf. Natürlich überall Blicke. Es gibt es auch nicht, wie irgendwie müssen wir so ein Biom finden. Ist da hinten? Ist wieder Birke, oder? Im Dschungel wird es ja keine Birkenbäume geben, da gibt es Bären. Da hinten wieder normales Biom oder ist das was anderes, was wir noch nicht kennen? Wenn wir jetzt kurz schauen gehen. Ach, das gibt's doch nicht, dass der da immer so lange braucht, diese Biome zu laden. Hier zu laden, wo wir sind. Too Fighter. Übrigens möchte ich jetzt parallel dazu, also unabhängig eigentlich von dem Spiel, jetzt mal trotzdem probieren, die Java-Version und Live in the Woods zum Laufen zu bringen, weil da habe ich einige Tutorials gefunden, wie man hier da auch mit, sag jetzt mal, einem PC wie meinen mehr rausholen kann wie hier. Möchte ich auf jeden Fall mal probieren. Oh, da dürfte wieder ein Dorf sein, oder? Ey, aber da sind auch wieder keine Leute. Warum in den ganzen Dörfern keine Leute? Ah doch, da ist wer. Guten Tag, schön Sie zu treffen. Hallo, hallo? Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ja. Guten Tag, Herr Golem. Wir haben mal ein Dorf gefunden, wo wir sind. Da müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen. Nehmen wir nicht den Kürbis vom Feld, sondern den Wilden hier. Lassen wir uns stehlen. Der steht da mitten in der Landschaft, also dürfte niemandem gehören. La la la. Haben wir ein Dorf gefunden? Schau mal, da ist sogar der Kürbis ins Haus eingebaut. Eine Werkbank. Ja, wir haben eigentlich nicht das gefunden, was wir wollten, ne? Ja, wo geht's denn da rein? Oder geht's oben rein? Ja, spannend. Und unten? Ah, da geht's auch rein, schau mal.
Hier ist eine Küste. Kürbiskerne brauchen wir keine. Fichtensetzung und Fichtenholz brauchen wir eigentlich auch nicht. Was haben wir hier? Steinsäge haben wir eh eine zu Hause. Ich schaue nur, ob wir da irgendwas finden, was wir brauchen könnten. Kohle. Ja, wir brauchen von dir eigentlich auch nichts. Von dir auch nicht. Kann man nichts brauchen, was ihr habt. Was ihr habt. Entschuldigung. Sowas haben wir noch nicht, oder? Ein Schmelzofen. Ein Schmelzofen haben wir noch nicht. La 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 la. Haben wir auch schon wieder was Neues entdeckt? Wo geht das Dorf hier noch irgendwo weiter? Scheinbar nicht. Ich wollte hier jetzt nur kurz ein bisschen schauen, aber das ist wieder normaler Wald einfach. Ach, das ist einfach wieder normaler Wald. Sollten mal was essen. Ja, wir haben zumindest gesehen, es gibt noch Dörfer mit Zivilisation. Hier in Kürbistown. In Laternenberg. Ist das wirklich so, wenn der die Chunks lädt, dass der dann einfach so stoppen muss erst? Das gibt's doch gar nicht. Ich möchte jetzt da irgendwie so gerade runtergehen, bis dass wir mehr oder weniger wieder in der Karte drin sind. Ja, genau. Keine Ahnung, wie wir so ein Dings finden sollen. Ein Biom, die werden doch alle zufällig generiert, oder? Oh. Ist eigentlich auch ein schöner Platz. Mit Blick auf die Berge und dann in kleinen Inseln. Also wenn ich das richtig verstanden habe, werden beim wenn die Biome zufällig generiert. Was so viel bedeutet wie, es könnte überall ein sein. Das ist nur das Tigerzeug. Da geht bald runter. Schauen wir, dass wir da wieder aufs Festland. Haben uns hier. Tja, du kannst eine Nacht schlafen. Geh unter Sonne. Komm, gehen wir noch ein bisschen weiter. Sind wir noch auf Kurs? So. Bett ist zu weit weg. So, aber meine lieben, gehen wir jetzt in die richtige Richtung? Nee, jetzt wären wir wieder zurückgegangen, so, da müssen wir hin. Aber meine lieben Freunde, der Wanderer mit Schnauze sagt für heute goodbye, my darling. Lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da, helft mir mit Tipps und Tricks in den Kommentaren, sagt mir, kennt ihr das auch, dass bei euch Spiele, die was sehr grafiklastig sind, eigentlich relativ gut laufen und dann Spiele wie Minecraft hier zum Beispiel extrem viel Ressourcen brauchen? Habt ihr Tipps für mich? Ich habe bis jetzt schon viel gegoogelt, aber leider nichts gefunden. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen oder
über ein Like und ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. Baba.